Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker, 10. Dezember 2021. Natalie Volk findet deutliche Worte zu Ex-Timur Akbulut. Timur und ich haben uns im Guten getrennt, bestätigte Natalie Volk, 24, Ende Oktober ihr Liebeshaus mit Timur Akbulut. Seitdem genießt das Model, das sich mittlerweile Miranda Diegrande nennt, sein Single-Leben in New York. Eine Chance auf ein Liebes-Comeback mit dem Deutsch. Türken scheint sie derzeit nicht zu sehen, bei einer Fragerunde auf Instagram darauf angesprochen, wie sie heute zu ihm stehe, findet sie relativ deutliche Worte. Ich wünsche ihm alles Gute, aber er ist nicht mehr mein Problem, stellt die 24-Jährige klar. Einen neuen Mann an ihrer Seite gibt es offenbar noch nicht. Auf die Frage, ob sie zurzeit Single sei, antwortet die ehemalige GNTM-Kandidatin, ja, ist lustig. Sie genieße die Zeit sehr, erklärt sie weiter, Ann-Kathrin Götze, Söhnchen Rom feuert Papa Mario im Minitrikot an, Ann-Kathrin Götze, 32, verzückt ihre Fans mit zuckersüßen Beiträgen auf Instagram und TikTok. Zusammen mit ihrem Sohn Rom 1, war sie am vergangenen Donnerstag 9. Dezember 2021 die größte Unterstützung für Ehemann und Vater Mario Götze, 29. Dieser spielt für den niederländischen Verein PSV Eindhoven, der am Donnerstag um das Weiterkommen in der Europa League kämpfte. Gegen den spanischen Verein Real Sociedad San Sebastian verlor die Mannschaft dann aber 0:3. An mangelnder Unterstützung kann das aber definitiv nicht gelegen haben. Ann-Kathrin und ihr kleiner Schatz jubelten Fußballstar Mario von der Tribüne aus zu. Ein kurzes Video auf TikTok zeigt, wie überwältigt Söhnchen Rom von der Stimmung im Stadion ist. Im niedlichen Mini-Trikot feuerte er seinen berühmten Papa an. Go Papa, schreibt die stolze Mama zu ihrem Beitrag. Auf Instagram zeigt sie, dass sogar der Name ihres kleinen Sohnes schon auf dem Trikot steht. Ob er wohl in Papas Fußstapfen tritt und auch mal Fußballprofi werden will? 9. Dezember, Sarah Engels schwärmt auf neuem Babybild von ihrer Hebamme am 2.